Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spiritfarer, wo wir gerade vor dem Mount Toroyama stehen, auf dem uns Summer, wie wir sehen, etwas beibringen möchte. Sie steigt schon fröhlich vor ins Boot und deswegen fahren wir einmal auf die Insel und ich bin gespannt, was wir gleich lernen. Wir sind hier. In der Tat, das sind wir. Was für ein schöner malerischer Fleck Erde. Und die Aussicht ist doch unschlagbar, nicht wahr? Ja, das wird perfekt. Dort oben auf der Klippe sehe ich einen kleinen Vorsprung. Geh ruhig voraus, ich treffe dich dann dort. Wie ich das schaffen werde? Ha, mach dir da keine Sorgen. Ich werde mich schon irgendwie dort hochschlängeln. Alles klar, dann los geht's. Und wenn ich mich nicht irre, dann war hier hinten... Hier, nein, okay, eine Etage höher. Doch auch noch in dem Berg drin eine Stelle, in die wir noch nicht rein konnten. Und auch hier kommen wir jetzt ja in Alice Haus rein und können somit die Truhe hier einmal... Ja, ausräubern und finden eine Keramikschüssel und schon wieder Kirschen. Also Kirschsamen. Und hier... Ich möchte gerne... Komme ich hier vielleicht irgendwie rauf? So, so. Ja, cool. Und da finden wir noch einen Citrin. Gut, dann haben wir die zwei Truhen ausgeräubert und gehen einmal hier in das Bergwerk rein. Ich weiß nicht, haben sich hier die Steine vielleicht... Hallo. Was machst du denn hier? Du hast Hunger. Okay, das geht nicht. Okay, sie mag keine gehobene Küche. Schade. Mag sie Auflauf? Sie mag Auflauf. Gut. Und die Steine haben sich wieder resettet. Sehr angenehm, dann können wir ja gleich wieder versagen dabei, sie abzubauen. Sehr schön. Wer freut sich nicht darüber? Ja, das war es zumindest schon mal fast. So. Kohle. Kohle ist gut, die brauchen wir für unsere... Ja, Erzproduktion. So, hier hinten war doch auch noch was, genau. Also ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr, dass ich das auf Anhieb hinbekomme mit den Steinen. Aber nun gut, solange wir es hauptsächlich oder ja, überhaupt irgendwann mal schaffen, bin ich ja zumindest schon einigermaßen froh. So. Aber war nicht... Hier war doch noch irgendwo... Ich meine, hier ist der Ausgang, aber hier war doch noch irgendwo eine Stelle... Hier, siehst du wohl. Da ging es noch weiter. Auch da war irgendwo so ein Luftstrudel. Den sieht man jetzt hier sogar schon leicht im Bild. Und das Schöne ist, jetzt kommen wir da hoch. Also nichts wie Randa. So. Und wir finden eine Truhe mit... Oh, einer antiken Büste und einem Amethysten. Sehr schön. Und fallen wieder runter. Okay, schön. Dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier oben raus. So. Und da ist Summer. Entschuldigung, ich musste mich einmal kurz räuspern. So, jetzt sprechen wir mit Summer. Und wer weiß, vielleicht lernen wir jetzt endlich mal, ob und was wir mit diesen... Ja, verzierten Steinchen da anfangen können. Ich bin gespannt. So, Rehen. Hm, so übel bin ich noch gar nicht, ha? Ich mag zwar alt sein, zum alten Eisen gehöre ich aber noch lange nicht. Und Jüngere bei Kletterwettbewerben zu schlagen, war schon immer meine Spezialität. Aber genug davon. Wir sollten uns auf unser Vorhaben konzentrieren. Wie du dir vielleicht schon gedacht hast, wird diese Lektion etwas ganz Besonderes. Bisher haben wir uns auf die richtige Pflege von Pflanzen und Feldfrüchten konzentriert.
Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns mit der richtigen Pflege unseres Geistes beschäftigen. Sonnenlicht und Musik waren wichtig für Ersteres. Für Letzteres wird unser Werkzeug die Meditation sein. Und aus diesem Grund habe ich dich genau hierher gebracht. Siehst du diesen Felsen? Er wurde nicht umsonst geweiht. In diesem Bereich fließen mächtige spirituelle Kräfte. Ich weiß schon, es mag seltsam anmuten, vielleicht sogar okkult, aber bitte hab etwas Geduld. Zuerst die Grundlagen. Setz dich neben mich. Genau so. Gut, jetzt bist du an der Reihe. Okay. Meditation dreht sich um Ganzheit, Stella. Um Ganzheit und Einssein. Viele Anfänger glauben fälschlicherweise, dass es beim Meditieren darum geht, den Geist zu leeren. Aber der Geist ist nicht leer, Stella. Er ist eine Bestie, wild und ungezähmt, brutal und fürsorglich, liebevoll und zerstörerisch, voller Hass, Neugier und Angst. Ein Knäuel ausgefranster Nerven. Genau wie der Drache kann auch der Geist nicht kontrolliert werden. Er muss frei umherschweifen können. Muss ich jetzt was tun? Nein, okay. Auch mein Vater hat mit diesem gequälten Wesen gelebt. Oder vielleicht war es ein Wesen anderer Art. Er entschied sich, dagegen zu kämpfen. Er wollte es mit aller Macht unterdrücken, es mit Gewalt besiegen und es vor allem zum Schweigen bringen. Er dachte, dass nichts sei die Lösung. Aber der Drache ist unbezwingbar. Der Kampf hat meinen Vater gebrochen. Lass deinen Geist wandern, Stella. Ganz sanft, so als sei er ein verängstigtes Kätzchen. Lass ihn das Gras riechen. Lass ihn den Wind spüren, der durch deine Haare weht. Die Hitze, die vom Stein hinter dir ausgeht. Das gleichmäßige Brechen der Wellen unter uns. Lass dein Geist alles durchdringen. Nicht um es dir anzueignen, sondern um Teil davon zu werden. Sei eins und sei vollständig. Aber hör nie auf zu sein. Ich find's schön, wie die Katze auch mit meditiert. Oh, jetzt haben wir sehr lange meditiert, wie es aussieht. Schön. So, hier oben war nur ein großes, rundes Nichts. Okay. Das heißt, an diesen Felsen können wir scheinbar meditieren. Sehr schön. Und jetzt laufen wir durch die Luft zurück zu unserem Schiff. Oh, und da hinten ist unsere Gwen und ein anderes Symbol. Oh, das finde ich schön, dass man die jetzt am Sternenhimmel sehen kann, wenn man nach oben guckt. Oder durch die Lüfte fliegt. Da bist du ja. Meine Lektion scheint sich voll ausgezahlt zu haben. Du warst stundenlang dort oben. Irgendwann musste ich mir mal die Beine vertreten. Oh, was sagst du da? Eine Vision? Natürlich. Du bist ja schließlich die Seelenfährfrau. Die mystischen Energien dieser Welt müssen dich auf geheimnisvolle Art und Weise beeinflussen. Sicherlich gibt es noch andere Orte der Kraft wie diesen. Wenn du sie findest, solltest du dir auf jeden Fall die Zeit nehmen, dort zu meditieren. Vielleicht sinken dann noch weitere Visionen auf deinen Geist herab. Weißt du, Stella, während du dort oben warst, wollte ich ein wenig nachdenken. Ich wollte mich auf unsere nächste Lektion vorbereiten. Es gibt noch so viel, das ich dir beibringen kann. Aber ich konnte nicht nachdenken. Mein Geist kam nicht zur Ruhe. Denn auch ich hatte eine Vision, verstehst du? Ein Geschenk des Universums. Es ist der Drache, Stella. Ich konnte spüren, wie er langsam auf mich zugekrochen kam. Ich dachte, ich müsse noch etwas Wichtiges vollbringen, bevor er mich verschlingen würde. Aber inzwischen wurde mir klar, dass der Drache mir kaum näher gekommen ist. Er hält schon eine ganze Zeit lang mit mir Schritt. Und ihn weiterhin zu ignorieren, wird mir nicht helfen. Aber nun lass uns gehen, ja? Alles klar, dann nichts wie zurück auf unser Schiff. So, es ist zu dunkel zum Navigieren. Wie sollte es auch anders sein? Also nutzen wir die Zeit und gehen schlafen. Sehr schön. Okay. Und weil wir ja schon mal hier in der Ecke sind, Nebelfasern brauchen wir gerade eigentlich nicht. Davon haben wir erstmal noch genug, deswegen fahren wir direkt einmal nach Furukawa.
So, damit haben wir das Feld einmal auf Vordermann gebracht und dann kochen wir doch noch mal was Schönes. Wir nehmen einmal Reis und machen damit Zeug. Aber welches Zeug? Reis und Karotten. Machen wir mal ein bisschen was Vegetarisches. Sehr schön. Dann rufen wir mal unsere Leute raus, die wir ja auch noch versorgen müssen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Seelen hier verhungern. Und unser Schaf natürlich auch nicht. Gut, geben wir dem Schaf mal Reis. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist für Schafe, aber dem hier scheint es Gott sei Dank nicht zu schaden. Und damit laufen wir auch nochmal unserer Astrid hinterher, die komische Wege läuft. Hallo? Okay, die hat noch gar keinen Hunger. Das ist sehr schön. Aber ich bin mir fast sicher, unser Onkel hat Hunger. Wie sollte es auch anders sein? Da bekommt er doch mal Schweinekoteletts. Über die freut er sich schließlich sehr. Sehr schön. Okay. Damit haben wir das. Und ich glaube, wir sind in Furugawa angekommen. Ja. Dann würde ich fast sagen, müssen wir Samba nochmal versorgen oder nicht? Okay, theoretisch ja, können wir aber gerade nicht. Dafür können wir Karotten ernten. Karotten ernten ist auch immer gut. So, wen haben wir denn noch? Alice haben wir noch. So, und Alice bekommt... Ich glaube, exotisch mochte sie nicht. Das mochte sie nicht. Popcorn. Ja, Popcorn mochte sie. Sehr gut. Sehr schön. Damit haben wir das. Und Summer kommt auch raus. Dann kümmern wir uns. Hallo? Summer? Gut. Summer möchte noch ein bisschen klettern. Dann geben wir ihr später was zu essen und fahren erstmal auf die Insel. Da haben wir ja auch noch den Kunstsammler, zu dem wir noch einmal zurück müssen. Und Astrid möchte hier eigentlich auch noch was. Beziehungsweise die Schwester von Olga ist, glaube ich, hier. Ach Quatsch, nein, nicht die Schwester von Olga. Da laber ich gerade doch Mist. Ich meine natürlich die Schwester... von der Seele, die wir im Meer gefunden haben in der letzten Folge. Die Frage ist, wo ist sie? Das ist sie nicht. Oh weh, auf See verschollen. Das macht er andauernd. Er hat immer eine Ausrede. Letztes Jahr hatte er eine neue Freundin. Das Jahr davor lag es an der schlechten Wirtschaft. Woher weiß ich, dass du keine Verrückte bist, die er bezahlt hat, um eine Geschichte zu erfinden? Vielleicht eilt er sich irgendwo in der Sonne. Hier, gib ihm das, wenn du wirklich die Wahrheit sagst. Hoffentlich bringt ihn das wieder zur Vernunft. Oh je. Sehr freundlich auf jeden Fall. Naja. Dann werden wir nochmal zurück müssen. Und hier, das war, glaube ich, der Kunstsammler. Ah, da bist du ja wieder. Hast du den fehlenden Druck gefunden? Nicht? Er wurde schon verkauft. Aber wie kann das sein? Moment mal. Gibt es da etwa noch einen Sammler? Eine Walrossdame, sagst du? Natürlich. Natürlich steckt sie dahinter. Oh, diese grauenvolle Frau. Diese kleingeistige, egoistische, herablassende Scharlatanin. Sie nennt sich selbst die Sammlerin. Ist das denn zu fassen? Dabei sammelt sie noch nicht mal irgendwas. Oh, sie hat den Druck sicher nur gekauft, um mich zu ärgern. Ich hätte ihr niemals von meiner Sammlung erzählen sollen. Dieser widerliche, alte Vettel. Aber vor ein bisschen Konkurrenz werde ich nicht zurückschrecken. Die hässliche Hexe versteckt sich. Und zwar vor dir. Ich weiß nicht genau warum,
Aber als sie von einer neuen Seelenfährfrau gehört hat, ist sie wie eine erbärmliche Küchenschabe davongewuselt. Wie passend. Ja, du bist die Seelenfährfrau. Elsimir weiß, dass ich nicht weiß. Sie hätte mir aber nicht verraten sollen, wo ihr Versteck liegt. Sie hat sich bei diesen Koordinaten verkrochen. Minus 150 und 150. Statte ihr doch mal einen Besuch ab, in Ordnung? Und wenn du sie triffst, zeig ihr diese Figur. Sie wird schon wissen, was das zu bedeuten hat. Glaub mir, das wird sie. Oh, mach dir keine Sorgen. Das ist nur Tan vom Theodor. Okay. Schön, denke ich. War hier nicht auch irgendwo noch so ein Stein, an dem man meditieren könnte? Da ist Theodor. Da ist etwas, das wir uns noch nicht leisten können. Das haben wir schon gemacht. Und hier ist Ende im Gelände. Okay, gut. Dann war hier kein schöner Stein. Okay. Also dann. Wieder ab zu unserem Schiff. Und dann fahren wir doch direkt einmal zu den angegebenen Koordinaten. Ich bin gespannt, wo wir dann landen. Und ob wir da überhaupt schon hinkommen oder ob wir da irgendwie noch was brauchen für unser Schiff. Also gut, dann schauen wir doch mal, wo das ist. Das war minus 150, 150. Hier sind wir bei... Okay, also im Endeffekt... Nein, okay. Also nach oben und wir sehen, da kommen wir noch gar nicht hin. Wir brauchen den Eisbrecher. Okay, und hier ist Mascha. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich jetzt um diesen Eisbrecher unbedingt einmal kümmern. Sonst kommen wir questtechnisch auch überhaupt nicht weiter. Und ja, was fehlt uns dafür dann überhaupt noch? Eisbrecher. Ah, uns fehlt gar nichts. Das haben wir gern. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle und in der nächsten Folge sehen wir uns bei Albert wieder, wo wir uns den Eisbrecher holen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!